Plätze. Ansor Magomedov und Jan Uljakanov. Einen hervorragenden zweiten Platz belegte Malek Esseline. Und der neue deutsche Meister heißt Abbas Baru. Siegerehrung vor Ulrich Holten von der Volksbank Niederrhein und DBV-Vizepräsident Finanzen Erich Brecke. Nochmal ein Applaus für die Jungs, die hier wirklich tolles Zauber aufgeführt haben. Meine Damen und Herren, kommen wir. Meine Damen und Herren, im Mittelgewicht belegten die dritte Plätze Michael Seitz und Safel Abdi-Metay. Vize-deutscher Meister wurde Muhammad Bangayev, Hamburg. Und neuer deutscher Meister im Mittelgewicht ist Abdul Abu Lucki, Landesverband Berlin. Die Siegerehrung liegt vor der Bundestagsabgeordnete Sigi Flurmann-Ehrmann, Entschuldigung, und Manfred Dörrecker, Geschäftsführer des DBV. So, nochmal Ihr Applaus für die besten Boxer im Mittelgewicht. Bevor wir in den nächsten Kampf starten, möchte ich mich recht herzlich bis 81 Kilogramm belegen die dritten Plätze Alex Jaschenschuk aus Nordrhein-Westfalen und Chen Kilic Südwesten. Zweiter wurde Ibrahim Batsouyev aus Hamburg. Meine Damen und Herren, begrüßen Sie mit mir den neuen deutschen Meister im Halbschwergewicht, Igor Tetzchen. Die Siegerehrung nehmen vor der Vizepräsident der Breitensport, Jürgen Wiedemann, natürlich der Bürgermeister der Stadt, Dr. Markus A. und Kai-Jürgen Schröder, Sportausschussvorsitzender der Stadt Mörs. Thank you.
Kerl oder der Kollege hier und schreibt nochmal Ihr Applaus für die neuen besten vier deutschen die besten vier Boxer, jetzt haben wir es, der internationalen U21 in der Sache. So, bevor wir zum Kampf Nummer 9 ebenfalls Ritter wurde Max Pilz, Nordrhein-Westfalen. Deutscher Vizemeister wurde Mike Panzelow aus Berlin. Und damit deutscher Meister Roman Fress, Nordrhein-Westfalen. Sie werden vor Rechtsanwaltskanzlei Burg Konrad Busch und der Vize Präsident Leistungssport, Heinz Günther, Deutschland. Digga, wo ist mir MacPod? Wir sehen uns schon mal. Jetzt kommen die BP da hinten. Ganz bei mir. Nochmal Ihr Applaus für die Jungs in der Gewichtsklasse bis 91 Kilometer. Meine Damen und Herren, verpasst auf alle Fälle nicht die After Fight Party hier im Sportpark oben in der Loge mit lecker super Buffet. Nochmal Ihr Applaus, das waren unsere Schwerpunkte.